Bevor jetzt diese drei jungen Herren aus Dänemark hier die Bretter, die die Welt bedeuten, betreten werden, meine Damen und Herren, mit einem dänischen Kraftakrobatikprogramm, mit einer Kraftakrobatik-Nummer vom Allerfeinsten, möchte ich Ihnen noch ganz kurz eine wunderbare, ganz kurze Geschichte zum Besten geben, die Willy Bredel geschrieben hat vor langer Zeit in den 20er Jahren. Kaum einer wird sich noch erinnern oder wissen, wer Willy Bredel war. Es war ein Hamburger Arbeiterdichter. Man hat ihn auch deshalb ganz gerne vergessen, weil er später Gründungsmitglied der SED war und Mitglied des Zentralkomitees. Trotzdem hat er wunderbare Sachen geschrieben. Er hat einen proletarischen Roman in den 20er Jahren, der berühmt war, Maschinenfabrik N und K, also Nagel und Kemp. Dieser Willy Bredel war hier oft Gast im St. Pauli Theater und hat eine wunderbare Geschichte hinterlassen, der man entnehmen kann, wie die Stimmung hier früher mal gewesen ist, was für ein Publikum hier drin war und wie sich die Zeiten natürlich geändert haben. Willy Bredel schreibt, das schönste Theater Hamburg ist das St. Pauli Theater, da hat er recht, das ist ja immer noch der Fall, bis in die 30er Jahre hinein hieß es aber natürlich nicht St. Pauli Theater, sondern nach seinem einzigen Betreiber Ernst Drucker Theater. Das hat sich dann, ich glaube im Jahr 1940, da haben die Nationalsozialisten erst überrissen, wer Ernst Drucker war, hat sich das geändert und es wurde das St. Pauli Theater. Es war ein ausgesprochenes Volkstheater und hatte als Publikum Seeleute, Hafenarbeiter, Fischhändler, Straßenverkäufer, Huren. Hier war wirklich eine ganze Menge los. Und die dargebotenen Schauspiele waren Burlesken und Posten, meistens im hamburgischen Platt, derb, urwüchsig, gesund. Der Schubbejack auf der Bühne bekam am Ende Prügel und die arme Unschuld wurde erlöst und erhöht. So gefiel es diesem Publikum, das mit Beifall nicht geizte und oft am Schluss der Vorstellung den Schauspielern statt Blumen eine Runde Bier spendierte oder einen dicken Räucheraal hinaufreichte. Nun, einer der Dramaturgen dieses Volkstheaters war vor Jahren auf den Gedanken gekommen, die Gretchen-Tragödie aus dem Faust herauszuschälen und zur Aufführung zu bringen. Vielleicht fehlte ihm gerade ein Stück, vielleicht wollte er dem Volk auch einmal ernstere Kost bieten, wie das ja auch die Herren Waller und Colin tun. Vielleicht, ja gut, die Aufführung wurde dennoch ernst und aufmerksam aufgenommen. Laute Klagen erschollen aus den Reihen des Publikums, als Gretchen sich in Gewissensqualen wand. Und beim Klatsch der Mädchen am Brunnen schrien einige Männer erregt, Jojo, so ist das, diese verdammten Klatschfieber. Am Schluss aber gab es einen so mörderischen Skandal, wie ihn das altehrwürdige Theater noch niemals erlebt hatte und in dessen Verlauf das entrüstete, biedere Hamburger Publikum einen vollständigen Sieg über Goethe davontrug. Als Dr. Faust sein Gretchen im Kerker zurücklassen und sich mit seinem Teufelsbegleiter aus dem Staube machen wollte, half es absolut nichts, dass eine Stimme vom Himmel rief, sie ist gerettet. Das war den Hamburgern, in denen noch ein Gefühl für Recht und Gerechtigkeit lebte und deren Herz für die Unschuld schlug, nun doch ein zu mystischer und unsicherer Trost. Männer wie Frauen erhoben sich aufs Höchste empört und schrien, was hätt ihr gerettet? Das ist Mumpitz! Heiraten soll er sie! Heiraten soll er sie! Hermann Doktor, heiraten soll er sie! Das Publikum schrie im Chor, heiraten, heiraten, heiraten! Erster Rang, zweiter Rang, Parkett, heiraten, heiraten, heiraten! Schreckensbleich stürzte der Regisseur auf die Bühne und bat um Ruhe! Er wies darauf hin, dass dieser Schluss nicht von ihm stamme, dass ihn vielmehr nun Goethe einmal so gedichtet habe. Er wurde niedergeschrien, was hätt hier Goethe? Das sind Outreden! Heiraten soll er sie! Heiraten, 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 heiraten! Oh, endlich! Traten Gretchen und Dr. Faust, letzter wie ein zerknirschter, reuiger Sünder vor den Vorhang. Als es im Zuhörerraum still geworden war, begann der Doktor. Verzeih mir, Gretchen, ich habe schlecht an dir gehandelt. Ich will es wieder gut machen und darum frage ich dich, willst du mich heiraten? Und Gretchen antwortete leise, ja, Heinrich. Daraufhin gaben sie sich die Hand und sie küssten sich. Die korrigierte Schlussszene wurde mit unbeschreiblichem Jubel aufgenommen. Mehrere Male mussten Faust und Gretchen vor den Vorhang und sich vom Beifall des nun vollkommen zufriedengestellten Publikums überschütten lassen. Der Gastwirt vom Roten Finken in der Finkenstraße auf St. Pauli lud alle Schauspieler zum Freibier ein. Gretchen bekam einen Blumenstrauß und Faust eine Handvoll Zigarren auf die Bühne gereicht. So war das damals, meine Damen und Herren. Willy Bredel in den 20er Jahren. In St. Pauli Theater.